Und Priska, wie geht es dir? Eigentlich geht es mir gut. Ja, nein, heute werden wir euch wir werden einen kleinen Rundgang machen durch die Reben und werden euch zeigen, wie der Stand der Dinge ist und wie die Saison bis jetzt verlaufen ist. Genau, genau. Und ich muss sagen, es sieht nicht gut aus. Echt nicht. Nein, du musst sagen, es sieht scheiße aus. Ja, oder auch so. Ja. Ja, man muss ehrlich sein. Ja, ja, ja. So. Wunderschönen guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Die Sonne scheint, es ist das schönste Wetter. Was will man eigentlich mehr? Sonne, Sonnenschein und grüne Reben. Ja, so, genau. Also, ja, ich bin am Ausreißen. Die Seilwinde ist montiert. Wir sind jetzt momentan aktuell am Pinonar ausreißen, dem elenden Pinonar. Das ist eine Geschichte, die wir heute euch erzählen wollen. Man muss ehrlich sein. Ja. Ja, wie muss man das sagen? Also, wir haben schon ein paar Mal, wollten wir es euch schon lange zeigen. Jetzt, die Katze muss aus dem Sack. Es ist, wir haben ein bisschen lang vor uns hergeschoben, weil es war ein feuchtes Jahr und der Meltau, der war so aggressiv, so stark. Und wenn man jetzt hier in die Reben schaut, oder? Man sieht. Soll ich schon zeigen? Ja, zeig schnell. Schön. Man sieht. Ja, es hat Reben, aber es hat keine Trauben. Ja, und das ist leider nicht nur bei diesen Reihen aktuell der Fall. Nein. Ja. Es ist scheiße. Das ist ganz klar. Es ist. Das ist das. Eben, ich wusste es. Wir müssen mal langsam anfangen. Ne? Ja, also ich denke, wir beginnen erstmal mit dem Frühling. Genau. Nein, wir machen jetzt einfach einen kleinen Rundgang. Wir erzählen ein bisschen so frisch ab der Leber. Wir haben schon das dreimal lang versucht anzufangen. Und ja, also es musste auch kein Jammern sein. Eigentlich wissen wir, dass Bio ist schwierig. Ja. Also besonders dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja, man weiß ja, all 10 Jahre. Kann es schlimm sein und wir sind jetzt im dritten Jahr, oder? Ist ein bisschen viel und oft, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, es ist eben wie es ist, man kann es nicht ändern. Unsere Schafe sind ja fleißig. Ja, ich stelle die Schafe. Denken Sie natürlich, dass ich Brot dabei habe, ist leider gerade nicht der Fall. Ja, Sie sind total begeistert. Sie sind auch am Arbeiten. Also es ist nicht so, dass man keine Arbeit mehr hat, oder? Ja, die Schafe, die haben hier wunderbar ausgelaufen, also tiptop Arbeit gemacht. Die haben wenn es Trauben hätte, hätten die jetzt oft um die Trauben abgefressen. Oder? Und man sieht es auch hier unten im Naturwuchs. Wunderbar, die haben jetzt unten alles abgefressen. Es ist luftig, die Luft kommt dazwischen. Das hat funktioniert. Also, eben die Arbeit, die muss man ja dennoch auch machen. Ja, und also jetzt zurück, wieso ist das passiert überhaupt? Oder? Es hat im Frühling gestartet. Ja, der Frühling war ja effektiv eigentlich eine Katastrophe. Regen, nass und kalt, ja. Genau, man konnte nicht nach draußen gehen, hat immer geregnet, kein Apero. Der Meltau-Pilz, der liebt das warm und feucht. Und dann geht es einfach los. Mhm. Und wir haben auch gesagt, wie heisst das Video heute? Oder? Das Video ist immer so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder? Und wenn sowas passiert, oder, das ist immer so, wenn so ein Pilz kommt, oder? Dann
Nein, ich muss anders erklären. Wir haben ja angefangen, das letzte Video, das wir gemacht haben, habe ich euch erklärt, was wir so spritzen, was es alles drin hat. Es hat all die Mittel, den Komposttee und das Kupfer drin gehabt, oder? Und das war ja noch vor der Blüte. Und da es eh immer nur geregnet hat, oder? Und dann habe ich gesagt, jetzt muss man, ich weiß, es ist gefährlich, heikle Situation, habe ich den Spritzintervall erhöht, plus den Kupfergehalt auch erhöht, damit man einfach eine gute Blüte hat, oder? Man hat es gesehen, oder? Es hat immer geregnet und der Regen ist immer ganz schlimm für die Blüte. Die Kappen, die Käppchen von der Blüte, die müssen abspringen und dann muss er sich befruchten. Und wenn der dort Regen drin hat, oder, dann klebt das zusammen. Und ich habe so gutes Mittel gehabt, also der Komposttee mit dem Lehm, wo auch klebt, das Haftmittel. Und da hat das wieder hier beim Merlot alles zusammengeklebt. Also hat die ganze, also die Blüte stehende komplett wie zusammengeklebt. Die Kappe, die sind gar nicht mehr abgefallen. Es war eh immer alles nass, oder? Und die Blüte war eine Katastrophe. Da war immer nur reingeregnet. Also, ob jetzt Bio oder nicht Bio, das ist eine katastrophale Blüte, die auch sehr viel verrisselt ist. So, jedenfalls ist dann der Pilz gekommen und hatte alles unschön. Also, hatte unlang, also unschön, hatten wir lange, schöne Trauben. Und plötzlich kam in einer Nacht auf den nächsten Tag, wamm. Das ganze Laub ist voll frischer Pilze. Okay, scheiße. Auf die Spritze gesprungen, losgefahren und mal das Pflanzenschutz gemacht, was ich machen konnte. Und dann am nächsten Tag ist das ganz Schlimmste passiert. Der Pilz ist auf die Trauben gesprungen. Das ist das immer ganz mühsam. Wenn das passiert, dann weiß man, oh, das ist nicht mehr gut. Oder du siehst die frischen Pilzsporen, die aus den Trauben kommen und weiß, scheiße. Ja, und jede Beere war betroffen. Die hatten ganz kleine, feine, weiße Härchen. Also einfach, man sah es einfach schön im Mehltau eingepackt. Ja, das sieht eigentlich richtig schön aus. Also, ich muss schauen, ob ein Foto findet. Mache ich wenn der Mehltau auf die Traube springt, das passiert nicht oft, oder? Zuerst kommt das Blatt und viel, viel später kommt es auf die Traube. Und das ist in zwei Nächten hintereinander, dam. Und dann ist eigentlich, das Jahr fast, man hat schon gedacht, es kommt nicht gut. Man weiß, es geht vorzu alles kaputt, das Laub zerfällt, die Traube wird immer weniger. Und dann habe ich immer gedacht, habe gesagt, es hat dort noch ein paar, es hat Trauben, so 50%. Und ich war immer am Fahren, oder? Das ist so eine Infektion, dass wenn das mal drin ist, im Laub, und das vor sich hin arbeitet, hast du fast keine Chance mehr, zum irgendwann was abstoppen. Jedes Woche immer, Es sah immer noch weniger aus. Also es war immer weniger. Und dann, das ist also total demotivierend. Man weiß, es ist immer weniger, es geht kaputt vorzu und es ist auch das passiert, was die große Befürchtung war. Die europäischen Sorten, einfach schlussendlich hat es nichts mehr dran. Und das ist schon... Ist bitter, ja. Und das sieht auch so aus. Also, es sieht da wieder wunderbar aus. Also, wenn man so durchgeht, grünes Laub. Man könnte meinen, die Trauben sind dran, aber es sind einfach keine Trauben dran. Und das ist halt das, was uns halt fehlt im Herbst drinnen. Ja, das ist eine große Menge. Ist eine große Menge, die nicht da ist. Ja. Aber wir haben auch gesagt, wir sind wie Unkraut, oder? Unkraut vergeht nicht, das kommt immer wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber man macht sich halt logischerweise natürlich schon Gedanken. Und ich habe gerade letztens Andi gesagt, also eigentlich freue ich mich ehrlich gesagt auf den nächsten Frühling. Dann können wir wieder neu starten. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor.
Angst davor, dass sie es nochmals so reinhauen könnte. Und gut, es ist ja nicht jedes Jahr gleich. Und das hoffen wir jetzt schwer, dass das das nächste Jahr nicht so eintrifft. Aber ja, wir nehmen es vorzu. Ja, die Statistik sagt schon, jedes Jahr wird schon nichts schon sein, oder? Aber so, ich sage immer, das sind so Nullrunden, oder? Ja, es ist einfach so. Keine Nullrunde. Ja, es ist nicht optimal, oder? Es fehlt dann halt, der Weißwein fehlt nächstes Jahr im Frühling, mhm, der Rotwein fehlt uns übernächstes Jahr. Ja, man kann so hin und her spielen. Mhm. Wir machen auch mal ein Video, zeigen, wie wir klären, wie das funktioniert. Und nicht das erste Mal. Wir hatten das schon beim großen Frost im 17. Da hatten wir wirklich, mhm, 2 Jahre Frost hintereinander. Mhm. Das war noch schlimmer. Dann im 21. Das war auch so ein verschissenes, nasses Jahr. Ja. Dort hat es auch fast nichts gegeben. Und ja, wie gesagt, es ist 3 Jahre jetzt Abstand und das ist ein bisschen viel. Mhm. Und klar, wir schauen nicht zu, oder? Wir sind auch aktiv, wir machen was. Und die erste Reaktion, die wir gemacht haben, oder, ist, wir haben neue Reben bestellt. Neue bildwiderstandsfähige Rebsorten. Die pflanzen wir dann hier hinten. Wir füllen unsere Felder auf und haben gesagt, ah, ja. Wir probieren es mit scheiß Bienennoir. Ja, scheiß Bienennoir, scheiß Riesingslavander. Das sind eh Bienennoir, Riesingslavander, die am häufigsten, am schnellsten befallenen Rebsorten. Da hast du immer Scheißereien, oder? Du hast immer Mühe, oder? Ob jetzt Bio oder nicht Bio, das ist ganz schwierige Jahre. Wenn es so feucht ist, so nass ist, immer Lampen, oder? Und auch dieses Jahr allgemein gibt es nicht viel Trauben, oder? Also, man hat ja das Jahr, der Frost war extrem viel. Mhm. Andauernd hagelt es irgendwo überall hin, oder? Also, und ich glaube, ganz Europa, sicher Deutschland, die haben auch Mühe, all das, was ich gehört habe. Es ist ein schwieriges Jahr. Aber ein sehr schwieriges Jahr. Das können wir. Ja, das schaffen wir. Wie Unkraut, das vergeht nicht. Ja. Das kommt immer wieder. Genau. Doch, und jetzt müssen wir noch irgendwie schauen. Wir müssen noch das Motivieren, das Optimieren zeigen. Ja, oder? Jetzt zeigen wir euch noch eine Traubensorte, die wirklich schön aussieht. Eigentlich die schönste. Die schönste. Fast so kitschig, ja. Das ist auch so der. Auch die pilzwiderstandsfähige Sorte, die haben auch Mühe gehabt dieses Jahr. Also es war, die hatten auch, man sieht es an dem am Blatt, die sind einfach, es wird hellgelb, aber es ist nicht die klassische Infektion wie bei der europäischen Sorte. Aber man sieht, sie sind im Kämpfen, das Laub ist angegriffen, es hat auch Traubenbefall gehabt. Nicht jede pilzwiderstandsfähige Sorte ist gleich gut. Das ist so. Und ja, und jetzt ist ein gutes Jahr, um zu sehen, was hält nicht, was für Sorte kann man aufbauen für die Zukunft, was muss man nehmen. Und jedenfalls hier sind sie. Wenigstens in 2 Reihen. Oh, man wird bescheiden. Also es sind ja nicht nur 2 Reihen. Wir haben schon mehr, oder? Auch der Flock, den wir letztens angefangen haben, der war ja in Teufen. Wir haben in Teufen 1 Hektare Reben dazu pachten können. Hier ist unsere? Das sind unsere Reben. Neue Reben. Wir haben auf dieses Jahr neue Reben übernommen. Und das sind jetzt die Piwi, also die robusten Traubensorten. Was haben wir? Pinete? Jawohl, Muscaris, Donauriesling ist auch hier drin. Und Cabernet Blanc. Ich bin ich. Wir haben spontan gesagt, wir schnappen uns die Kamera und Scheibe. Und das Gras ist natürlich noch total nass. Und ja, ich bin ja sonst wirklich nicht so, aber es ist gerade wirklich schwierig. Aha, da kommst du nicht rein. Hä? Ja. Schauen wir uns mal die schöne Anlage an.
Wir sind hier in Teufen. Das ist, ja, wie gesagt, unser neuer Rebberg. Und unser, das ist eigentlich die Nachbargemeinde. Freienstein-Teufen ist eigentlich die gleiche Gemeinde. Zwei Dörfer, eine Gemeinde. Und hier hinten ist unser Rebberg, etwa 2-3 Kilometer entfernt. Und hier der neue. Hier hinten geht die Töse. Die Töse geht hier in den Rhein. Von hier oben nach unten kommt der Rhein in die Töseck. Ist ein extrem schöner Ort. Mal zum Bötli fahren, zum Spazieren. Es hat auch ein Restaurant, wo man trinken kann. Ein wunderschöner Ort. Und passt für uns. He? Passt für uns. Oh ja. Ja, ein bisschen grösser. Wir haben zugelernt. Und ja, das ist wichtig. Man muss ja was machen. Man kann nicht immer hier sitzen und sagen, oh, ist nicht gut, das ist schlecht, das ist doof. Sondern aktiv sein, vorwärts schauen und ein bisschen Glück gehört halt auch dazu. Aber man muss was machen, oder? Aktiv sein. Denn dem Geschehen ist im einen Schritt voraus sein. Und, ja, wenigstens haben wir diese Traubensorten. Also ja, es ist, es sind eben, wir haben jetzt hier mehr angepflanzt, wir haben weiter hinten noch auch angepflanzt. Es gibt dort auch ein paar Trauben, obwohl sie noch ein bisschen jung sind. Und wir nehmen das, was wir bekommen. Wir nehmen das, was wir bekommen. Es gibt, was es gibt, oder? Ja, genau. Wir machen jetzt fertig. Ja. Also, Daumen drücken. Ja, unbedingt. Und dann, Wir sehen uns wieder. Macht es gut. Tschüss. Und, meinst du, ist das gut gewesen? Können wir das nehmen? Das können wir schicken, das schicken wir, okay. Auf jeden Fall. Also. Tschüss.